Das Positive ist, wenn man stirbt, dann hat man irgendwie, keine Ahnung, jetzt 5 Sekunden lang ein Schild. Das hilft echt nicht 10.000 Mal zu sterben, sondern nur 1.000 Mal. Ah! So. Jetzt kommt. Jetzt kommt der Jetpack. Also anspruchsvoll ist es schon im ersten Level. Ach guck, jetzt sind es die Dreier. Ah, das war auf der Schachtel, ja? Ah, das kommt mir bekannt vor. Ja, das war auf der Schachtel. Gut. Machen wir mal Smartphone. Ah. Aber was es darstellen soll, ist jetzt auch nicht so wichtig. Es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie eine lustige Figur. So, das war ein Endgegner. Mhm. You are here. Also der Level ging doch einfach. Wenn man beliebig viele Leben hat, ist das Spiel schaffbar. Spielbar. So, ja. So, jetzt wird es ein Side-Scroll-Shooter. Okay. Also ein Horizontal-Shooter. Nie ganz hinten sein, haben wir schon gelernt, ja. Und auch da wieder viel mit Gitarren gearbeitet. Wow. Nicht bewegen ist da die Maxime, genau. Ne? Also da bringt es nicht, irgendwie alles abschießen zu wollen. Aua. Sondern man muss sich eine Lücke ballern quasi. Pilze. Mag ich eh nicht. One-up. Mhm. One-up. Da haben sie offensichtlich festgestellt, dass ohne Leben man sowieso abnippelt. Ja. Die Level enden immer mal so ein bisschen unmotiviert. Ich dachte, es ist jetzt abgeschmiert. Hättest du jetzt nichts gesagt? Nee, jetzt kommt hier jetzt der Endgegner. Jetzt schießt er nach hinten. Ah, ja. Und jetzt hat er auch irgendwie eine andere Waffe plötzlich und keine Ahnung warum. Und das ist ja ein Raumschiff. Was muss die jetzt abschießen? Jetzt ist ja diese Stachel. Ah, okay. So, ah, da muss ich mich hinstellen. Da fliegen die nämlich an mir vorbei. Da, jetzt war ich nicht schnell genug am Plastik. Zulässig. Zulässig mit dem Daumen und nebenbei was trinken. Aber lässig passt ja zu Jim Power. Ja. Nebenbei mal die Welt retten. Also die Tochter des Präsidenten. Wobei so ein richtiges Intro gab es jetzt nicht, oder? Nee. Stell ich wir haben doch den. Ja, in der Anleitung haben wir doch da den. Haben wir gelesen, aber hier so Intro? Ja. So, zweite Disk einlegen. So, einen Moment, wir sind gleich geht's weiter, bleiben Sie dran, ich zähle auf Sie. Da ist die Disk 2. Aber dass er im zweiten Level schon die zweite Disk braucht? Da war jetzt doch der dritte Level schon. Stimmt, das war jetzt der dritte Level. Wie viele Level gibt's eigentlich? Ich glaube 10 oder so. Dass er aber nach dem dritten Level dann schon die zweite Disk braucht? Oder vielleicht war es auch schon der vierte Level.
Ich es kommt drauf an, wo die, ich weiß nicht so genau, wo die Leffengrenzen zählen. Ich vermute bei Jura hier, da bist du der Dritte. So, jetzt sind wir im Forbidden Forest, glaube ich. Das ist so eine der bekanntesten Stücke aus dem Spiel. Das ist nämlich auch auf einer der CDs von Chris drauf. So, und du kannst gleich mal sagen, wenn du siehst, was wir da so für Zombies. Viehzeug haben und was, wie das aus dem Boden kommt und das da, an welches mindestens genauso leichte Spiel erinnert dich das? Überfordert? Es gibt ein Spiel, ein Arcade-Spiel mit der C64-Portierung, die du bestimmt gespielt hast, wo Zombies aus dem Boden kommen und so Pflanzen Feuerbälle schmeißen. Mit dem Ritter und Geistern und Goblins. Also ich würde sagen, eindeutig von Ghosts and Goblins inspiriert. Danke. Ach Dennis, manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Aber nur manchmal. Ja. So. Aber auch hier einfach nochmal bitte genießen dieses... Mit den Bäumen auch. Ja, im Hintergrund ist ein Mond, dann bewegt sich hinten Bäume, dann da Bäume, wo er vorne dran geht und im Vordergrund ist dann noch dieser Zaun und sowas. Wobei lustigerweise haben sich hinten im Hintergrund einfach immer nur die komplette Lage ist die gleiche Grafik hinten, siehst du? Ja, das ist mit Sprites gemacht, glaube ich. Dann kannst du nämlich dann immer dasselbe Motiv wiederholen. Guck mal genau, was da passiert, wenn man auch darauf stehen bleibt. Mhm. Soll ich es mal demonstrieren? Nein. Dann stirbt man nämlich. Oh, eine neue Feuerwaffe da. Die schießt nicht mehr nach hinten, das ist nicht doof. Aber sie macht mehr Aua. Braucht man aber auch. Mit den Pflanzen? War das bei großen Bogen? Ja. Also die haben nicht ganz so viele Schüsse gebraucht, aber die waren auch nervig. Mindestens beim das war Level. Auf jeden Fall eine, das ist eine Hommage an Tarikin hier. Mit den Walkern da. Ja. Ja. Der Geier, schießt den Geier ab. Stimmt, der ist so... Der ist so tarnfarben. Genau. Das ist hier so Popcorn-Kino. Ich habe jetzt schon die Titel gefuttert, Dennis. Oh. Ah. Wie denn? Was ich halt schön finden würde, da sind immer mal so Sachen unten angedeutet. Also entweder bin ich sehr zu doof, da hinzukommen, oder man kommt da einfach nicht hin. Nee, da kommst du nicht hin. Ich habe erst gedacht, da wäre was geschrieben, aber das ist nur ein Grafikset. So, und hier gilt jetzt wieder ein Schuss und tot. Ist das ein Viech? Eine habe ich. Dann hüpfst du doch übrigens platt. Nimm doch jetzt deinen Laserstrahl, wo du oben einfach so Wuse machst. Genau. Ups. Verstehst du, was ich meine mit... genau. Geh mal in Aktion. Ah, da ist wieder der Geier. Da rennt ein Typ rum. Da oben ist wieder ein Geier. Jetzt bräuchte ich mal den Kreiselschuss, aber ich kann eine Smart Bomb nehmen. Da macht die Sinn. Wir haben doch gesagt, wofür brauche ich diese Smart Bomb? Und ab. Geier? Kriegst du so nicht? Ja, das wir. Genau, da muss man vorwärts weiterlaufen, weil er nach hinten fliegt. Jetzt hier mal was Schönes zum Demonstrieren. Du siehst, wenn der da runter geht, der Zombie, wie sich die Erde auftut. Jetzt beobachte mal, wenn ich den Zombie abschieße. Wie sich da die Erde auftut. Wenn der nicht blinkt, sehe ich es nicht. Ach, dieses eine Pixel, das da... Genau. Das sieht man jetzt nicht mehr so richtig irgendwie... Uah.
Ext. Was ist denn Ext? Extra? Oder keine Ahnung. Ja, jetzt extra. Ja, jetzt habe ich den Dreierschuss. Kann man jetzt mal was mit anfangen. Ich lese jetzt mal die Anleitung. Lies doch mal die Anleitung. Das ist ja auch ein Mouton Planet. Französisches. Was heißt Mouton Planet? Mouton Planet. Mouton Planet. Das deutsche Handbuch. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ist irgendwas Besonderes passiert? Nee, ich habe nur eine Smartbomb genommen, aber das Ding ist jetzt interessant hier. Ich muss mir nicht genau den richtigen Moment abpassen, um da durchzukommen. Ich will da voll zugucken, das mit dem Handbuch ist dir nichts, Dennis. Dann mach du mal, ich warte so lange. Nein, du machst jetzt mal weiter. 8 Waffen, 2 Megawaffen, bla bla bla, Mutanten, Ungeheuer, Zombies, reißende Tiere, Geier, Todesköpfe, fleischfressende Pflanzen. Hatten wir schon. Spinnen, andere seltsame Kreaturen. Hier kommt jetzt ein Zwischengegner, glaube ich. Ah ja. Och, der ist ja süß. So, hier ist jetzt die Steigerung, man muss sich ducken. Der hat so was Tamagotchi-artiges. Mhm. Das Jahre bevor die Tamagotchis kamen. Du siehst, also die Boss-Taktiken werden aufwendiger. Mhm. Wobei, das finde ich jetzt im Spiel gar nicht angemessen. Also der Rest vom Level-Design finde ich ja schon sehr anspruchsvoll. Das ist irgendwie popelig. Das sind 6 Keys. Was machst du mit dem ganzen Kram? 2 habe ich. Oben links. Nee, da steht 3 davor. 3? Nee, das ist der Bart vom Schlüssel. Ach so, ich dachte, es sind 3 und ein Schlüssel. Nein, das ist ein Schlüsselbart. Ich würde den Kürbis auch abschießen, nicht nur stehen bleiben. Ja, ich hatte ja ein Schild. Ach, da oben das Viech. Hexenküche. Erinnert mich das jetzt. Ach, hör. Stehen bleiben und dann nicht feuern ist auch keine Lösung. Aufpassen. Sehr gut. Achso, ich wollte. Einige Feinde sind unverwundbar. Seien Sie bloß zufrieden, wenn Sie vermeiden und achten Sie darauf, Ihre Munition nicht zu verschwenden. Es gibt Munition im normalen Spiel? Nee, es gibt die Smart Bombs. Ah. Glaube ich. Sonst, ich rate mal, das war vielleicht auch so ein Feature, was sie eingebaut haben, so gedacht, naja, es ist aber echt immer ein unmögliches. Ein bisschen obermies. So, Bonuspunkte. Schweben in der Luft bei Modulen. Es handelt sich um eine Erde, gesenkte Sonne, die ihnen helfen werden. Verwechseln sie nicht mit Feinden. Es gibt Sonden, nicht abschießen. Hä? Was sind denn Sonden? Steht hier. Schweben. Module schweben in der Luft. Es handelt sich um von der Erde gesehen. Ach, das sind die kleinen Power-Ups. Wo die Power-Ups drin sind. So. Okay, das heißt bestimmt im Englischen auch Power-Up. Warte mal ab. Nee, heißt Module. So, hier muss man auch aufpassen, dass man nicht in die Stacheln kommt und dass man nicht an der Decke zerrieben wird. Und wieder Zombies. Es gibt Schilde, es gibt Glocken. Sie geben einem zusätzlich Zeit. Das hatten wir schon. Mhm. Früchte geben Lebenspunkte. Was sind denn Lebenspunkte? Er ist doch beim ersten Treffer tot. Das klingt auch nach, da hat man was ausgebaut. Der One-Up-Bonus gibt ein zusätzliches Leben. Also so Energiepunkte wären echt hilfreich in dem Spiel. Dann könnte man es vielleicht auch ohne Cheat spielen. Aber mit jedem Treffer sofort tot ist halt... ist anspruchsvoller. Diamanten erlauben ihnen, Waffen zu kaufen. Die kaufen. Man kauft aber keine Waffen. Man kriegt die einfach. Nächstes Feature. Also da sieht man mal, was das Spiel eigentlich alles haben sollte. Die SB-Bonusse geben zusätzliche Smartbomben. Mhm. Die Schlüssel öffnen Türen und geheime Ausgänge. Geheime Ausgänge? Okay. Vielleicht gibt es irgendwo einen, den ich noch nicht gefunden habe. Vergessen Sie nicht, sie auf dem Wege zu sammeln, sonst könnten Sie vor einem verschlossenen Tor stehen bleiben. Ja. Ja, geht mir auch im echten Leben so. Ohne Schlüssel. Kommen Sie nicht rein. Ja. Bum, 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 boah, bum, bum. Das ist ja übel. Ich habe nur mal kurz weggeguckt, da will ich ja alles.
Nur du aber bewegst dich zum. Genau. Da musst du auch erstmal. Da. Komisch. So. Warte einfach, bis das Schild weg ist. Das ist viel lustiger für mich. Du wolltest gar nicht oben landen, gib's zu. Kriegst du den Apfel? Oder nicht? Nein. Nein. Doch. Es gibt hier keinen Respekt-Button. Es gibt nur... Hinter dir! Ein dreiköpfiger Apfel! One-Up! Aber das kann ich natürlich nicht bei Respekt. Das passt nur zu einem Spiel, was wir demnächst vielleicht mal machen. Time. Also auch zu dem Level hat man natürlich nur 2 Minuten Zeit. Mhm. Uah. Manchmal macht Schießen Sinn. Und ducken. Shield. So, hier ist jetzt so ein Nest, was man platt machen muss. Und da schießt man wieder irgendwie so ein Gedöns. Es hat also eindeutige Anleihen an andere Sidescroller. Wie hießen die Ballerspiele? Run and Gun? Run and Gun, mhm. Weil die, also eben Nester mit Insekten, wo was rauskommt, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Das hatten wir doch schon mal. Und hier sind jetzt oben Stacheln. Wo genau? An der Decke. Ich sehe sie nicht, Dennis. Hm? Ich sehe sie nicht. Soll ich sie mal demonstrieren? Nein. Kannst du mal den anderen Knopf daneben nehmen? Nee, aber der ist nicht epic genug. So. Mhm. So, der Trick ist hier, dass du, bevor es ganz unten ist, schon draufspringen musst, damit du genügend Zeit hast, durchzukommen. Abgesehen davon. Was Neues. Ja, das hatten wir vorhin schon mal. Das ist das Miese. Das erinnert mich immer an einen, du weißt ja, ich mag einen der YouTuber sehr gerne, der Heroes of the Storm kommentiert. Ja. Und der, wenn, also das ist ja ein Multiplayer-Spiel, und wenn da einer wirklich einen sehr guten Tag hat und alle anderen irgendwie platt macht, und dann kommentiert er manchmal, rip you a new one. Da ist wieder ein Nest. Das, ja. Was soll das heißen? Er reißt dir ein weiteres ABC. Ah, okay. Und das bei diesem Spieß mit den... Da könnten so ein, zwei da neue... Da kommen bei mir Assoziationen auf, es tut mir leid, aber... aber Rip You a New One passt da, glaube ich, auch sehr gut. Mhm. Also im Deutschen reißt man sich immer nur selber den Arsch auf. Ja. Ich gucke mal, ob man irgendwo mal zurücklaufen kann oder so, um da irgendwo noch woanders hinzukommen, aber ne. Dennis, denk dran, wir haben nur 2 Minuten. Wir haben doch keine Zeit hier. Guck, der trippelt schon mit den Füßen. Übrigens, das war die Anleitung. Achso, du kannst dich bewegen, steht hier noch. Oh. Links, rechts, hoch, runter. Oder Smart Bomb. P ist Pause, Dennis. What up? Jetzt darf ich nochmal, wenn du, ja, du stirbst ja gerade nicht. Ja, das Level ist aber zu Ende. Ja, achso. Ja. Also es gibt Leute, die für das Spiel zuständig waren. Das waren 2 mit der Idee. Mhm. Also 2 waren am Denken. Ja. Was ja immer ein Vorteil ist. Und einer von beiden hat auch programmiert. Einer von beiden hat Animation Design gemacht. Und der andere die Amiga-Programmierung. Gibt es auch für CPC und für ST, und ich glaube, es ist dann noch für irgendeinen Konsole rausgekommen. Es gibt aber einen Manager, also es gab einen Manager, 2, die was geschafft haben, einen, der CPC umgesetzt hat, der Chris Hülsbeck für das Sound, mhm, und die Natalie fürs Handbuch. Und das Handbuch waren jetzt 2 Seiten oder so. Ja, und die hat offensichtlich das geschrieben, lange bevor das Spiel fertig war. Jetzt ist der Hagen in Schwung. Der Sound animiert mich auch dazu. Also, der Chris, der kann schon, das ist schon so.